Ich bin 20, jetzt im 5. Semester in Witzenhausen. Ich komme eigentlich aus Frankreich. Aus Paris, direkt aus der Hauptstadt. Und sind seit 5, 6 Jahren nach Frankfurt gezogen. Ja, ich habe mich mittlerweile echt gut eingelebt, muss ich sagen. Und bin auch hergekommen, vielleicht ein bisschen voreingenommen, bei meiner Städteblase so ein bisschen. Ja, klar. Und, ja, ja. Aber ich habe jetzt auch die Leute, die ich jetzt kennengelernt habe, hätte ich auch vielleicht auch so nicht kennengelernt, wenn ich halt in der Stadt geblieben wäre. Ich habe in Bonn angefangen, Agrarwissenschaften zu studieren. Und als ich dann da ein bisschen in der Thematik drin war, habe ich festgestellt, oha, diese Gentechnik-Fokussierung und alles, das war nicht so mein Ding. Ja, habe mich für Witzenhausen entschieden, was auch eine wirklich gute Entscheidung war. Hey, ich bin Sönke und studiere ökologische Landwirtschaft in Witzenhausen. Letzte Woche durfte ich Fiona und Jakob begleiten und habe mir zeigen lassen, was Witzenhausen neben dem Uni-Alltag so bietet. Also ich habe mich gleich am Anfang in den Kulturverein in Witzenhausen ein bisschen verguckt und habe mich dort engagiert, war auch im Vorstand vom Internationalen Studierendenverein, war Kulturreferentin und habe halt mitgeholfen, Witzenhausen zu dem lebendigen Ort zu machen, der es ist. Und sonst? Was machst du sonst so freizeitmäßig? Es gibt super viel Platz für Proberäume, Pferdeställe, eine Mofa-Bande haben wir gegründet. Ich habe eine Country-Band und eine Rockband. Von der Uni aus gibt es richtig interessante Beiträge, Ringvorlesungen, Studi-Club, Partys, Konzerte. Ja, das geht also. Witzenhausen für so einen kleinen Standort hätte man nicht gedacht vielleicht, ne? Aber das rockt. Ich spiele auch Basketball. Beim Unisport hat man hier die Möglichkeit, immer am Donnerstags abends. Da sind aber auch andere verschiedene Sportarten angeboten. Badminton, Handball, Frisbee, Ultimate Frisbee ist auch ein Team dabei. Im Sommer gibt es auch draußen einen Platz und da spielen nicht nur Studis, sondern aus ganz Witzenhausen. Ist auch immer ganz lustig. Da gibt es genug Angebote auf jeden Fall. In Witzenhausen gibt es seit über 30 Jahren jetzt, meine ich, eine regelmäßig wöchentlich stattfindende Jam-Session. Da sind dann Leute, die eher so Richtung Reggae gehen oder Punkrock oder Hip-Hop und das fließt halt alles zusammen und daraus entsteht dann spontan eine Musik, das ist ganz abgefahren. Einfach auch ein schönes Gefühl, mit anderen Leuten, mit denen man sonst gar nicht so viel zu tun hat, dann einfach Musik zu machen. Ich habe auch gehört, dass du eine Kutsche hast. Mhm. Wie kam es dazu? Ich habe neben dem Studium ja immer gearbeitet und mir dann davon irgendwelchen Quatsch gekauft, unter anderem auch einen Planwagen. Wie gesagt, wir waren eine Country-Band, das ist natürlich total stilecht, wenn man da mit dem Planwagen rumfährt, mit dem Kontrabass hinten drin. Ich habe eine Leidenschaft, die man sehr gut in der Natur ausüben kann. Ich bin Angler. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ich habe auch immer Standorte gesucht, wo ich wohnen kann, in Bezug zu Wasser vor allem. Und ja, wo man auch draußen sein kann. Und ja. Ich bin hier im Angelverein. Genau. Okay. Und wir haben hier die Werra und zum Angelverein gehören auch noch drei, vier andere Teiche. In Unterrieden, Ermscherd, die Kasshausen haben wir auch Standorte. Kann man gut fangen, auch in der Werra? Ja, auf jeden Fall. Absolut schönes Gewässer auch und die Umgebung ist auch schön. Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr eine Mofa-Gang gegründet habt. Was hat es damit auf sich? Also was mich gefreut hat, war der Anspruch, dass es halt nicht irgendwie nur so Typen sind, die ihre Mopeds schrauben, sondern dass von vornherein mindestens so viele Mädels dabei waren irgendwie und alles zusammen auch schrauben. Ich habe da wiederum sehr viel gelernt, weiteres Interessengebiet von mir. Ja, einfach so. Ja, dieses Dorfgefühl. So, wir fahren zusammen zum See im Sommer. Gab es da irgendeine Dynamik, die sich dann daraus entwickelt hat? Ja, tatsächlich kamen Anfragen von anderen Vereinen, ob wir mit denen mal was machen wollen. Da gab es auch mal Zusammenschlüsse für kulturelle Dinge rund um die Universität und auch außerhalb von Witzenhausen. Also was ich so höre von Freunden, die in größeren Städten studieren, die sind eher fokussiert auf ihren Fachbereich, auf ihre Gruppe, vielleicht auf ihre Szene oder was weiß ich. Und hier ist der Blick dann doch ein bisschen weiter gestellt, weil die Stadt so klein ist. Oh Bauer, nimm mich mit. Früh am Morgen auf die Felder. In die Sonne.
nimm mich mit. Auf die Felder. Mit dem Glauben an den Tag und Insekten voller Saat.